So nah sollte man einem lebenden Wildschwein besser nicht kommen. Die Tiere der rollenden Waldschule kann man aber ganz gefahrlos hautnah erleben und aus nächster Nähe kennenlernen. Fast überall in Deutschland unterhalten die Kreisjägerschaften solche rollenden Waldschulen, mit denen sie auf Veranstaltungen über unsere heimischen Wildtiere informieren. Aber auch Kindergärten und Schulen können die rollenden Waldschulen kostenlos anfordern und von Jägern Informationen über die Lebensweise der Wildtiere bekommen. Eine Jungjägerin wie Raffaela Fischer hat dabei einen ganz besonderen Draht zu Kindern und auch auf überraschende Fragen immer die passende Antwort. Bläsern zusammen. Warum hat der eine Maske an? Jetzt ein kleines Grußwort. Nein, das sieht nur so aus, ne? Das ist nur die Fellfärbung. Hat er nicht extra. Dann hier auch erklären, was hier heute daran kann man den erkennen, ne? Sieht so aus wie ein Dieter. Ja, genau, so sieht er aus. Das ist er ja auch, ne? Er klaut immer Sachen. Das ist natürlich auch immer toll, wenn man dann so sein Wissen weitergeben kann, was man dann alles über die Tiere weiß und das den Kindern erklären kann. Doch nicht nur Kinder interessieren sich für Informationen rund um die heimische Tierwelt. Auch Erwachsene nutzen die rollenden Waldschulen gerne, um ihr Wissen zu erweitern. Und neben den mündlichen Informationen und Tierpräparaten gibt es bei den Waldschulen auch gedruckte Informationen für Eltern, Erzieher oder ältere Kinder. Denn je mehr man über die Natur und die Tiere weiß, umso mehr Spaß macht es auch, in die Natur zu gehen und zum Beispiel im frischen Schnee die Spuren der Wildtiere zu bestimmen. Aber Jäger haben in der Öffentlichkeit nicht immer den besten Ruf. Dass sie Tiere schießen, können manche nur schwer mit dem Tierschutzgedanken vereinbaren. Naja, ich denke, also wird ja immer so dargestellt, der Jäger als Mörder, das. Also deswegen sind wir ja hier, um das zu zeigen, dass das nicht so ist, weil das Schießen am Jagen ist ja der allerkleinste Teil. Also man geht jeden oder sehr oft raus abends und beobachtet einfach nur das Wild. Das kann ja nicht das ganze Jahr über geschossen werden, das ist ja immer unterschiedlich. Und dadurch ist es mehr Beobachten und Pflegen, ja, Naturschutz ist mehr als das Schießen. Das ist halt, sag ich mal, Nebensache dabei. Und deshalb sind Jäger auch Naturschützer. Und da sich Kinder von Natur aus für Tiere interessieren, sollten besonders Lehrer die Chance nutzen und dieses Interesse fördern. Fordern Sie die rollende Waldschule Ihrer Kreisjägerschaft an, die Kontaktdaten gibt's im Internet. Denn nur was man kennt und versteht, das wird auch als schützenswert angesehen. Genau.